nicht weiter schlimm, die gehen eigentlich relativ schnell vorbei. Dann erzähle ich einfach noch so ein bisschen was. Wir haben ja gestern schon den ersten Teil noch mal ein bisschen angezockt, dass wir richtig in Stimmung kommen. Kam ja 1998 raus und dann 2000 gab es dann die ersten so Gerüchte über Unreal 2. Und ganze 5 Jahre nach dem ersten Teil ist endlich der zweite Teil da. Oder eher gesagt, am 6. Februar kommt der dann in die Läden, um sich auf eurer Festplatte breit zu machen. Wird keinen Multiplayer-Modus haben, finde ich auch ganz in Ordnung. Denn schließlich gibt es ja Unreal Tournament 2003 für die Multiplayer-Fanatiker. Ich bin froh, dass endlich mal wieder ein Spiel rauskommt, das ich rein nach Neuf 2 sozusagen wieder voll und ganz auf den Singleplayer-Modus konzentriert. Denn war schon lange mal wieder nötig. Commander Hawkins, Sir. Gut, Sie zu sehen, Dalton. Ich komme gleich zum Wesentlichen. Gleich zum Wesentlichen. Die Wiedereinstellung bei den Marines wurde verweigert. Mal wieder. Ich weiß, Sie sind Pech enttäuscht, gehabt. Aber wir können es in 6 Monaten wieder versuchen. In 6 Monaten ist ein bisschen lang. Also müssen wir weiter das Weltraum patrouillieren mit unserer Atlantis, aber unserer hübschen Bordassistentin der AIDA. Die gibt es dann nachher auch noch. Vielleicht, wenn ich es euch erlaube. Er nimmt am Offiziersaustausch teil. Er ist ein hohes Tier auf seinem Planeten und die Militärs wünschen ihn aus der Schusslinie. Man merkt, das Ganze ist sehr storylastig, das haben sie wirklich gut gemacht. Es wurde viel, viel Story in das Spiel mit integriert. Die Story entwickelt sich natürlich auch im Verlauf des Spiels. So erfährt man zum Beispiel mehr über seine Crewmitglieder und was denn nun eigentlich auf sich hat mit diesen ganzen Aliens. Ich kenne den Grund. Ich möchte noch gar nicht zu viel verraten. Ich sag bloß, es gibt drei Corporations, die regieren sozusagen. Das sind einmal die Liandri, die Axon und die Izanagi und die sind halt so Herren von allem. Wir machen jetzt kein Tutorial, haben wir keinen Bock drauf. Wir gehen gleich zurück zum Schiff. Zurück. Gute Reise. Jetzt können wir schon mal die Kontrolle so ein bisschen übernehmen, können uns hier so ein bisschen umschauen. Aha. Wir haben jetzt noch keine Waffe, die kommt dann später. Hier sehen wir schon mal nett die Außenlandschaft. Herrlich, sieht echt fein aus. Kollegen, können wir mit dem Benutzen-Knopf ansprechen. Ist eh sehr gut gelöst mit der Steuerung. Der Benutzen-Knopf ist eigentlich für alles. Ja, für alles passt der. Kann man die Leute dann nachher auch im Spiel, kann man ihnen Kommandos erteilen? Denn man ist nicht immer nur alleine unterwegs. Nein, man kann sogar mal mit einem ganzen Trupp Marines unterwegs sein. So. So, aber das lassen wir jetzt mal. Wir laden jetzt einen Spielstand, wo wir schon im ersten Level sind, wo es dann schon mal so richtig zur Sache geht. Wir laden einen Spielstand, wo die ersten Aliens, wo wir auf die ersten Aliens treffen, den wir dann erstmal ordentlich einheizen werden, wo dann auch schöne kleine Innenräume sind. Und vielleicht schaffen wir es dann auch raus zur großen Auswertung. Und wenn nicht, dann machen wir das eh gleich. Aber jetzt erstmal ein bisschen zuschauen, weil jetzt wird es echt richtig geil. Jetzt geht gleich voll die Post ab. So, wir sind jetzt hier in diesem Innenkomplex. Innenräume. Die Texturen sind wirklich sehr hochauflösend. Hier Bump-Mapping und alles sieht echt schön aus, auch wenn man nah rankommt. Echt wunderbar. Hier die Schatteneffekte und alles. So, und da ist schon jemand. Das ein bisschen, sieht ein komisch aus. Schauen wir uns mal ein. Fettes Alien. Und jetzt geht's gleich richtig los. Sieht uns dieser Mann über Kamera und der gibt uns jetzt ein paar Anweisungen, wo wir langlaufen müssen. Cool ist die Effekte. Prallt dann auch ab an manchen Wänden. Sieht echt fein aus. Wir haben noch natürlich ein Secondary Fire, das wir auch noch einsetzen können. Das ist unsere dicke Plasmakugel. Oder wir könnten hier unser Sturmgewehr, das dann auch ein Secondary Fire natürlich hat. Dann haben wir noch die normale Plasmakugel. Die können wir dann aufladen. Da muss man sie so mit 2 Händen festhalten. Ziemlich cool. Ziemlich cool gemacht. Also man sieht einfach wirklich Liebe zum Detail bei dem Spiel. Und dann haben wir hier, können wir entweder eine Granate abwerfen oder später dann noch eine toxische Granate, die eine toxische Staubwolke in den Raum schleudert. Ja, mach mal hin. Der soll die Luke aufmachen. So, wir haben einen Raumanzug, deswegen können wir auch unter Wasser atmen. Das ist dann, oder ja, ein
einen allzwecktauglichen Anzug. Deswegen gibt es ja keine Begrenzung, wie lange wir unter Wasser sein können. Wir müssen jetzt einfach mal hier entlang schwimmen. Und dann sieht man schon, oh mein Gott. Und der Druck im Anzug? Der hat es nicht ganz geschafft, ja, der Kollege. Weil den Ausdruck Blut ist dicker als Wasser gehört, trifft zu. So. Jetzt geht es dann auch gleich wieder an die Oberfläche. Und da hört man schon diese pavianartigen Laute. Das sind wieder die Aliens, die sich ankündigen. Und da kommt halt echt richtig Stimmung auf nach gewisser Zeit. Weil man hört immer diese Laute, aber man sieht doch nichts am Anfang. Dann huscht mal wieder ein Alien irgendwo über den Weg. Das ist echt cool gemacht. Secondary Fire ist bei den Aliens die beste Variante, denn mit einem Schuss, da sind sie wirklich über den Haufen geknallt. Hier da oben, da sieht man schon so ein bisschen Graf. Wir kommen vielleicht gleich raus. Links oben sieht man natürlich meine Health- und Ammo-Anzeige. Erledigt. Oh, den erwische ich noch, den erwische ich noch. Auch die Soundeffekte, wenn die Kugeln abfallen, hören sich echt klasse an. Doch leider war es das jetzt erstmal für Unreal 2. Wir werden gleich natürlich noch viel, viel mehr sehen. Wir werden gleich noch ein bisschen draußen die Landschaft erkundigen. Alles in Unreal 2 im PC-Bereich. Und schreibt mir einen Comment in den Artikel.